Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, wir haben in der letzten Folge mal hier Urshak wieder getroffen gehabt, eine der Minen gefunden gehabt, die hier für den Erzabbau notwendig war. Und ja, wir haben jetzt irgendwie gehört, dass hier irgendwo südlich vom Vulkan noch ein weiterer Dingens ist, Drache. Also wahrscheinlich in der in Lesters alter Festung, dieser Turm da hinten. Nur wir waren da eigentlich schon, aber haben den Drachen nicht gesehen. Vielleicht hatten wir auch nur die Info gebraucht. Und können dann da später nochmal hin. So, dass der dann jetzt quasi freigeschaltet ist, erscheint, auftaucht, wie auch immer, so eine Art. Aber ich will trotzdem jetzt noch einmal kurz zurück nach Korinnes und schauen, dass wir da nochmal hier vielleicht ein bisschen aufleveln. So, vielleicht finden wir noch Gegner, die wir kaputt hauen können. Irgendwen, der uns noch Heiltränke verkaufen kann. Wir brauchen Heiltränke. Wir haben 24.000, das müsste reichen, obwohl ich will auch eine schwere Drachenjägerrüstung haben. Und ja, Geld ist schon sehr, sehr knapp hier bei mir. Knapp. Wenn es so, okay, wenn es 12.000 wieder kostet, dann ist es schon sehr knapp. Das ist jetzt die Hälfte des Geldes, was wir haben. Geld ist nicht knapp, aber wenn es so teuer ist, dann schon. Ressourcen sind knapp. Heiltränke sind knapp. Das meinte ich. Wieso laufe ich? Ich habe doch Teleportsteine. Jetzt ist sie eh egal. Jetzt sind wir da. So, wir können ja mit Lee reden. Wir können mit Pyroka reden. Wir könnten auch mit Lord Hagen reden, glaube ich. Und vielleicht auch Vatras. Lee würde ich vielleicht auch noch mit dazu zählen. Laris meine ich. Laris könnten wir auch noch dazu zählen. Dass man ihm davon erzählen könnte. Oh, Biff ist wieder hier. Ja, immerhin. Und hier haben wir eine Fackel. Stelle ich mir schon die Frage. Wie hoch können wir uns eigentlich aufleveln? Komm, wir gehen mal darum, den längeren Weg. Dann können wir vielleicht nochmal zur Not oder mit etwas Glück den ein oder anderen Gegner finden. Antreffen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir beim Kapitelwechsel schon mal wieder drüben waren. Also wieder zurück. Kann ich mich jetzt zumindest nicht erinnern. Aber war das hier nicht eigentlich eine Felswand, die direkt nach oben war? Also so direkt dicht? Gibt's hier wieder jemanden? Außer den Toten? Nope, hier gibt's nichts. Hier gibt's nichts und niemanden. Aber stimmt, wenn wir noch nicht zurück waren beim Kapitelwechsel, dann müsste da eigentlich alles wieder da sein, oder? Dann müssten wir hier noch nichts gekillt haben. So, ich mach den Zauber erstmal weg. Der stört mich gerade richtig. Wenn ich Leertaste drücke, möchte ich meine Waffe rausnehmen und nicht den Zauber.
Und das wird ein Spaß, hier alles abzusuchen. Vor allem, warte mal. Wir könnten auch direkt mit den Höhlen loslegen. Eine Höhle nach der anderen. Und gucken, ob da irgendwas Neues ist. Vielleicht ein Drachenei oder sowas. Ich hoffe mir Dracheneier. Jetzt fängt es an zu regnen, natürlich. Denn die Rede war ja von Dracheneiern. Oder die Dracheneier befinden sich alle im Minental, kann ja auch sein. Und nicht in Korinnes. So. Und hier auf die Map gucken. Ich würde sagen, die ersten, die wir machen, wären dann hier bei um Onas Hof herum. Und dann können wir auch direkt dann auch gleich mit Lee reden. Mit Wolf müssen wir auch noch reden hier. Der ist ja gleich da vorne. Ihr habt schon mit ihm geredet. Okay, 10 Crawler-Platten. Ich habe da meine eigene Meinung. Okay, dann, noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Gehen wir aber hier rum. Ich wäre mir da nicht so sicher. Genau, da fangen wir unten erstmal an, beziehungsweise da, wo, Dexter war, gehen wir gleich auch noch direkt mal hin. Hier dürfte ja nichts mehr sein, ne? So, hier ist auch niemand mehr. So, die erste Mine wäre, also die erste Höhle oben beim Turm, okay. Okay, also zählt die Mine da, die Höhle da vorne, nicht wo die Minecrawler drin waren. Dann gehen wir mal zuerst zu Lee. Also die hier zählt jetzt nicht. Okay. Dann ist es halt. Den hatten wir nie gelootet. Nochmal auf Karte. Nein, der zählt nicht. Okay. Ja gut, dann gehen wir jetzt nicht hoch. Sentenza. Raul. Söldner. Das hat er doch vorher gewusst. Bennett, kann ich Ihnen noch was Neues sagen? Ich habe ein paar Drachenschuppen für dich. Echte Drachenschuppen. Hier ist dein Gold. Schmieden? Ich will mehr über das Schmieden von magischen Erzwaffen wissen. Ich habe mir das schon gedacht. Ich glaube, jetzt habe ich mich selbst übertroffen. Ich habe 2 Schlachtklingen entworfen. Das ist das Beste, was ich bisher gesehen habe.
Schwere Erzschlachtklinge. Erzschlachtklinge. Ich habe mir das schon gedacht. Lassen wir erstmal noch. Wie war es mit Vorlauf? Konnte er mir nochmal irgendwie was beibringen? Nochmal. Ich habe für so etwas keine. Ich will meine Fähigkeiten verbessern. Ja, er konnte mir noch was beibringen, okay. Hat ihn noch was? Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Okay. Keine Ahnung, sag gut, jetzt kannst du deine Fähigkeiten noch besser einsetzen. Das ist eine schlimme Sache. Wo hast du das denn schon wieder her? Er konnte noch. Keine Ahnung, so, für die fehlen mir noch 3 Stärkepunkte. Selbst ist aber nicht drauf wieder nach vorher gewusst. Da kann man sich nicht drauf verdachen. Kriegen wir jetzt gleich Nummer 2. Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. Eventuell mit etwas Glück. Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Lass uns mit dem Training beginnen. Ich weiß gar nicht mehr, wen man noch glauben kann. Achso. Das höre ich zum ersten Mal. Wie läuft's auf dem Hof? Naja, seit Silvio weg ist, haben wir hier endlich mehr Ruhe. Hört sich doch gut an. Leider haben wir nicht weniger Arbeit. Die Männer werden immer unzufriedener, weil sie jetzt auch noch die Aufgaben von Silvios Männern machen müssen. Aber lass das mal meine Sorge sein. Mit denen werde ich schon fertig. Wegen Silvio, der ist tot. Achso. Ich kann das nicht glauben. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Okay, hier gibt's nichts Neues. Gab's hier nicht mal was Neues? Da haben wir schon hier. Hat Thekla einen neuen Eintopf? Hatten wir da schon gefragt? Ich weiß es nicht mehr. Thekla? Kann ich noch etwas von deinem Eintopf haben? Ich hab nichts mehr. Komm später noch mal wieder. Wann später? Das will doch keiner mehr hören. Jarvis? Hey, du! Lass uns mal abwarten, was daraus wird. Ja, dann gehen wir erstmal zur der Höhle da oben. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Ja, das kann ich nicht gebrauchen. Ich weiß gar nicht mehr, das interessiert mich. Die oben bei Dexter sein soll. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Hatten wir die überhaupt beendet gehabt? Abgeschlossen? Ah, ich weiß, welche beiden, glaube ich. Da oben waren von Höhlen. Ich glaube, ich weiß welche. Bei der einen Höhle haben wir auch Ewigkeiten dran gesessen. Was war das eigentlich für ein Geräusch? Wenn wir jedes Mal hier durchkommen. Wenn wir hier dran vorbeikommen, an dem Turm, kommt ja das Geräusch. Hat das hier mit was zu tun? Ist hier irgendwer oder irgendwas? Zweifle ich jetzt gerade? Ja gut, dann gehen wir mal in die Höhle, in die Mine. Das müsste jetzt die erste sein, glaube ich. Von denen. Genau, das ist die erste. Rostiger 2. Den hatten wir nie eingesammelt. Speicher nochmal, vorsichtshalber.
Nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. Okay. Ein Drachenei. Nochmal speichern. Kann sein, dass da vorne noch einer ist. Oder noch mehr. Ja. Ich mache es mal ein bisschen schlauer. Wenn die jetzt, die Echsenmenschen alle hier sind. Wir haben hier zum Glück ein Bett in der Nähe. Ich weiß, das ist eigentlich langweilig, aber dann ganz ehrlich, wie würdet ihr es selber machen, wenn ich hier an Tränke und so weiter hier sparen muss und so? So, zu weit weg. Aber da waren ja noch ein paar. Schon sagen, ne? So, die Richtung war mal jetzt da. Ich glaube, ich sehe da noch ein Drachenei. Noch ein Schwert, oder? Da. Ich habe die Befürchtung, hier ist noch einer. Irgendwo am Rumlaufen. Ne. Zwei Dracheneier. Wir haben bisher drei gesammelt. Ich finde es aber gerade super. Speichern wir. So. Und gucken noch einmal. Genau, dann da noch ein bisschen weiter südlich. Von hier ist der nächste. Wahrscheinlich das hier oben. Also ich gehe sehr stark davon aus, dass das hier oben sein muss. Aber die Echsenmenschen sind jetzt hier in Purines. Okay. Das geht klar. Wir gehen erstmal nach unten. Okay, hier ist nichts. Boah,
ich dachte, ich gehe jetzt drauf. Jetzt dachte ich, ich gehe drauf. Da war ja noch einer. Alter. Speichern. Boah, das war jetzt. Das war jetzt aber. Ich gucke nochmal. Da ist ein Untoter. Hier ist nichts Neues. Also wieder ein Untoter. Okay, jetzt hat er mich umgelegt. Kann auch mal passieren. Dann würde ich einmal die andere Richtung gehen, einmal voll machen. Auch wenn es einige nicht bevorzugen würden, dass ich wieder zurückgehe. So. Können wir hier noch mal kurz uns hinlegen. Und wir haben ja hier eine Herdplatte. So, alles braten, was wir haben. Macht, glaube ich, mehr Sinn, wenn wir alles wegmachen, was wir haben. Ja, komm. Irgendwann muss er doch fertig werden, oder? Wie viel Fleisch haben wir denn? Aber okay, wir wissen zumindest, in den Höhlen, die da eingezeichnet sind, sind Echsenmenschen. Und Dracheneier. Zumindest in der einen waren zwei Stück. Und ein Drachenei haben wir ja aus dem Minental durch den Sumpfdrachen bekommen. Komm schon. Wie viel haben wir noch? Achso, haben wir jetzt alle fertig oder wie? Womit denn? Perfekt abgepasst. Okay, holen wir uns jetzt die Untoten und das Drachenei. Gibt es da unten auch wieder was Neues? Kein Troll. Oder zumindest von der Höhe nicht erkennbar. Ich weiß jetzt nicht, ob das vorher auch erkennbar war. So, Sesam, öffne dich. So, komm her, mein Freund. Einmal speichern, weil ich erinnere mich an einen gewissen... ja, da ist er. Achso, habe ich beide mit einem. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Okay. Was mit dem?
ist nichts zu holen. Okay. Haben wir auch erledigt. So, zuerst wollte ich nach da oben. Weil hier noch eine Steintafel ist. Und Feldknöterich, den ich nicht essen darf. Ich habe den so oft aus Versehen gegessen gehabt. So, Steintafel. Wo? Steintafel Lebensenergie. 15 Timber. Perfekt. Wie konnte... Also genau, weil wir hier die nie besiegt hatten, ne? Glaube ich. Da ist nichts zu holen. Nochmal speichern. Weil wenn es hier weitergeht, an dem Zombie vorbei und so... Da hinten. Schnell, den! Okay. Die haben wir auch. Und da ist noch ein Drachenei. So, nochmal speichern und dann gehen wir dahin. Ich habe die Befürchtung, da gibt es noch einen. Ne? Nein. Ach. Okay, das haben wir. Okay, die Höhle haben wir jetzt auch durch. So, das waren jetzt die beiden hier bei Onas Hof im Süden. Dann fehlt jetzt nur noch der bei Onas Hof im Osten. Und der im Norden und dann im Westen der eine. Hier die Tür. Wo sind die Dracheneier eigentlich? Oh, kann ich das aufmachen? Nein. Da, drei Stück. Das Ei ist warm und von innen hört man leises Kratzen. Wie viel ist das Ding wert? 200. Nur 200? Ein Drachenei ist nur 200 wert? Tut mir ein bisschen weh, so ein Drachenei für 200 abzugeben. Ne, jetzt ernsthaft, also... Also ich würde da mehr für verlangen wollen, ganz ehrlich. Und wer weiß, vielleicht kann man die Drachen, die da drinnen sind in den Eiern, die dann irgendwann schlüpfen, vielleicht sogar auch zähmen, und dann hat man eigenen Drachen. Wer weiß, also so würde ich das eher mehr bevorzugen, sagen wir so. Jetzt erstmal gucken, hier sind gefährliche Schafe, die müssen wir auch irgendwann erlegen. Also nein, ich weiß es nicht. Also ich will hier in Gothic 2 genau dasselbe noch machen, wie in Gothic 1, was gescheitert ist. Dass wir einfach alle einmal töten. In Gothic 1 ist das leider gescheitert, aus Gründen. Noch mehr Sachen übersehen. Ich finde es super. Ist das nicht herrlich, was wir alles hier mal übersehen, nicht entdecken, vergessen? So,
gehe noch ein bisschen weiter in die Richtung. Ich speichere noch einmal. Und wohl, warte mal. Wonas Hof ist ja gleich da vorne. Sag mir jetzt aber bitte nicht, dass es Sagittas Dings ist, die Höhle. Die überrannt haben dann, die Echsenmenschen. Ich hoffe nicht. Aber wenn wir jetzt schon hier bei Ona sind, dann können wir hier einmal pennen, voll machen. Oder wisst ihr was? Wir machen die um Onas Hof, die Höhlen. Die letzten, also den hier östlich da, wo wir gerade hin wollten. Den, der ein bisschen weiter nördlich ist, ein bisschen weiter oben, so in Richtung Straße. Und da bei der Taverne, den rechts von der Taverne, links von Onas Hof, so mittig da über dem Fluss, über dem See. Die machen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall. Und ja, dann schaue ich mal in Richtung... In Richtung Corinis würde ich vielleicht dann auch nochmal, also hier bei Lobartshof würde ich nochmal hingehen und da machen wollen. Dann muss ich mal schauen, wo ich das dann mache. Auf jeden Fall, welche Reihenfolge. Aber vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.